Dann hätte das genau 2x2 Maße für eine normale Tür. Aber es wäre dann auch wieder schlampig. Eigentlich müssten überall dann 3x3 Abstände kommen. Also 3 Abstände, so. Naja, schauen wir mal. Also wenn es jetzt nicht aufgeht, was jetzt aber eigentlich der Fall sein sollte, dann können wir immer noch so eine komische Tür einbauen. Dann wissen wir aber auch, dass es wenigstens alles gleich ist. Schauen wir mal. So, das kommt auch noch weg. Kann gar nicht aufgehen, irgendwie. Ach man, ich bin maximum verwirrt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So und so und so und so. 1, 2, 3, zack. Sind hier wieder 2 Abstände. Okay. Das ist nicht so schlimm, dann machen wir hier einfach mal, gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht mit der Mitte. Dann passt das nämlich eigentlich auch. So, die Mitte, die müsste ja dann hier sein, oder? Nein. Hier. Hier ist die Mitte. Hier so. Ja, es sind doch 3 Abstände dann. Okay, gucken wir jetzt einfach mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt passt es. Alles klar. Gut, passt doch. Wusste ich doch. Das hier passt nicht. Ach ja, ich vermisse so ein bisschen die Timbermod. Die war cool. Die war awesome. Aber gut. Wer weiß, ob Minecraft das jemals nochmal gebacken kriegt, dass wir unsere Mods wiederbekommen. Man kann nur munkeln. Also ich hoffe es natürlich. Wäre schon schön. Mit Mods spielt sie es einfach mal besser. Da hat das normale Minecraft ein bisschen zu wenig zu bieten. Also jetzt nicht so wenig, aber halt zu wenig. Ich glaube, ich habe hier schon wieder einen kleinen Fehler drin. Bin mir aber noch nicht sicher. Aber wir finden es raus. Früher oder später beim Bauen kommt ja eh alles ans Licht. Und es wird schon wieder dunkel. Ich denke mal, wir werden mal pennen gehen. Autsch. Ab in eine Koje. Tschack. Dann wird man auch gleich mal im Real Life müde. Aber es soll ja, das darf ja alles sein, das ist ja kein Problem. Muss einfach mal sein. Schlafen wird überbewertet. Nur nicht bei mir. So. Genau. Und dann muss sozusagen hier nochmal was. Also hätten wir es doch so lassen können. Ich habe nur einen kleinen Denkfehler drin gehabt. Ja. So. Und so. So. Und dann kommt das hier wieder und hier wieder und dann kommt hier wieder das so. So. Wobei ja so eine Redstone-Tür eigentlich gar nicht mal so schwierig ist. Wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, aber das ist halt... Ja, manche können es nicht. Ich gehöre zu denen, die es nicht können. Und dann sind wir schon wieder out of Baum. Baum. Wobei der Baum hier muss aufweichen. Und dann werden wir uns bei Gelegenheit mal die ganzen Setzlinge schnappen. Die haben wir ja gar nicht weiter angepflanzt, sondern einfach nur eingepackt und mitgenommen. Und seitdem versauern die bei uns in der Kiste. Okay, gut, wir wissen ja, wie es kommen soll. Dann können wir jetzt hier wieder die Treppen ransetzen. So. Ich denke mal, hier muss noch ein bisschen was weg. Da muss dann auch nochmal ein Baumstamm hin. Ja, aber es ist alles hier so Verschönerungskram, den kann man halt später noch machen. Jawohl, das muss ja alles weg hier. Die Höhe sollte schon stimmen. Wie sieht das sonst aus? Wie Arsch mit Ohren.
Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Arsch mit Ohren. Ich möchte hier episches Häuschen. So. Unsere Spitzhacke müsste sich genau jetzt dann auch verabschieden. Genau. So, dann haben wir unsere Dia-Spitzhacke. So. Dann kommen wir die Treppen rein. So. Da kommt Stein drunter. Hier auch. Hier nicht. So. Und dann kommt das hier wieder auch. Zack. Und dann haben wir es. Und dann können wir hier das Ding hochziehen. Wobei wir es auch weglassen können. Aber das schauen wir dann mal, wie es am Ende dann eventuell aussehen könnte. Ich habe mehr Hunger. So. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist ausgehungert. Das kommt weg. Hier kommen Trapsen. Trapsen. Treppen. Trapsen. Sowas muss man auch erstmal kommen. So. Der Baum hier ist ein bisschen störend. Und ich glaube, ich markiere mir gleich mal auch die Mitte. Die ja sozusagen eigentlich dann hier ist. Hier ist die Mitte. Nee, also, hier ist die Mitte. Hier. Hier so. Genau, hier ist die Mitte. Das heißt, das hier kann weg. Zumindest an dieser Stelle. So. Und dann bauen wir den Rest weiter. Haben wir noch ein bisschen Erde? Haben wir. Dann können wir nämlich hier jetzt alles mit Erde ausfüllen, die wir ja da vorne so großzügig weggenommen haben. Wir können uns hier das Holz zum Beispiel klauen. Auf der Höhe zumindest. Ich denke mal, bis hier reichen, dann ziehen wir das bis da vorne hin. Wir sind Pfusch am Bau betreiben. Aufgrund von Ressourcenknappheit. Außerdem freuen sich dann die Endermen. Wenn sie wieder was zum Klauen haben. Penasse. Aber ihr wisst ja, Endermen sind mir so die liebsten Viecher hier. Bei Minecraft. Weil die einfach mal mir nicht so verdammt auf den Sack gehen, irgendwas in der Luft jagen. Und ihr wisst ja. Ist das hier richtig so? Ach nee, hier muss ja dann quasi nochmal sowas rangehauen werden. So. Und so. Und so. Ja doch. Dann können wir hier nämlich dann auch wieder alles wegmachen. An Erde. Und das waren die ersten Treppen. So, dann kommen da wieder Baumstämme dran. Das geht dann wieder hier hoch. Und dann haben wir erstmal so einen riesengroßen quadratischen Kackfleck. Da war die eine Schaufel weg. Aber wie gesagt, wird alles noch angepasst, angeglichen. Das Haus wird jedenfalls nicht so bleiben. Wie gesagt, das hier könnt ihr euch vorstellen, wird nur der Eingangsbereich mit ein bisschen was anderem noch dazu. So. Den auch noch weg. Und dann haben wir's. So, und dann müssen wir uns auf jeden Fall ein paar Bäumchen besorgen wieder. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns einfach mal die Setzlinge. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Zack. So haben wir die Fichtensetzlinge. Hier sind Eichensetzlinge. Und dann, weiß ich nicht, haben wir in einer anderen Kiste auch nochmal Eichensetzlinge? Hallo? Also irgendwie mögen die mein Zimmer hier. Ich glaube, das mögen die einfach. Aber es gibt's nicht, es ist meins. Da steht mein Name. Irgendwo, bestimmt. Weil ich nicht glaube, ob Skelette sich an Schilder halten. Ich glaube ja nicht so ganz dran. Komm, wir setzen die mal ruhig ein bisschen näher, dann müssen wir nicht so weit laufen. So, dann killen wir hier die Bäume. Ich glaube, wir werden uns dann halt mal bei Gelegenheit eine Schere machen, damit wir die ganzen Blätter hier auch mal mit absammeln können und nicht einfach nur verkommen lassen. Die wurden ja auch alle so schön in einer Reihe hingestellt. Wer hat das denn gemacht?
Wer macht denn sowas? So. Guck mal, sind richtig viele Bäume. Hammer. Finde ich gut. Ich mag Baum. So, mal den weg. Da hat wieder ein Enderman seinen Unfug getrieben, so hier so. Oh, Timmermod bitte jetzt. Ich hasse diese Bäume. Ohne Timmermod sind die kacke. Dann hackst du dir die. Da hackst du dich hier dumm und dusselig. So, Erde. Ja, super. So macht man es nicht. Das kommt alles raus, raus. Alles raus, was kein Baum ist. Da haben wir jetzt hier noch, da oben ist noch einer. Da ist auch noch einer. Noch zwei, fünf. Da können wir auf jeden Fall gut Holz sammeln. So, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen höher hinaus. So. Kurz Nase kratzen. Hier ist noch was. Können wir eigentlich abfackeln, das Ding. Aber. Nee. Wäre schade drum. Verbrennt hier noch das eine oder andere. Da ist noch was. So, jetzt reicht's aber langsam. Ah ja, jetzt löst sich der Baum langsam auf. Sehr schön. So, dann warten wir mal hier. Also wir gehen erstmal wieder runter. Sammeln das ganze Holz ein und dann wird der Rest ja sowieso irgendwann früher oder später runterkommen. In der Zeit müssen wir hier nicht stehen und dann können wir einfach mal ein bisschen weiter sammeln. Mal einen Äpfelchen. Da ist noch ein Erdblock. Und wir kümmern uns dann um den Baum hier. Jetzt haben wir hier bestimmt erstmal 6 Jahre Holz wieder gefarmt, aber was? 7? Ach ne, 1 Stack, wollte gerade sagen, 7 Holz. Sehr lohnt. Sich nicht gelohnt bei 7, aber wir haben ja nun über einen Stack. Damit kommen wir bestimmt mal wieder so eine Folge hin. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Man hätte eigentlich einen besseren Rohstoff nehmen können, beziehungsweise halt, ja, selbst wenn man jetzt normales Holz genommen hätte, also die Eichenholzbretter, dann wären wir besser damit davon gekommen als mit den Baumstämmen. So. Pack mal die Axt mal weg, weil ich habe gehört, die nutzt sich ab, wenn man selbst die Blätter damit abbaut. Ich meine, ja gut, so gesehen nutzt sich sogar das Schwert dann ab. Okay, und es wird doch dunkel, das macht mir Angst. Ich denke mal, wir verschwinden jetzt nach Hause. Die Setzlinge hauen wir nochmal hin auf dem Weg. Damit wir hier immer genug Baum haben. Baum. Ja, der löst sich weiter auf, alles klar. So, so. Immer schön hinsetzen, die Dinger. Weil wir brauchen Holz und das wirklich verdammt viel. Das ist unfassbar. Da sind schon die Monster. Creeper auch noch, toll. Der folgt uns doch bestimmt bis nach Hause. Und dann kommen wir aus unserem provisorischen Schlafzimmer raus, boom, tot. Hier haben wir noch einen. Irgendwie laufe ich hier gerade nur im Kreis. Ja, genau vor dem Eingang. An den Creeper vorbei. An dem anderen Creeper vorbei. Lustige ist ja, also das Schöne ist ja, wenn man die Setzlinge wirklich immer ganz fleißig wieder hinsetzt,
dann werden die Bäume nicht weniger, sondern einfach mehr. Und irgendwann hast du hier so ein riesengroßes Baumfarm-Gedöns. So. Wir machen uns jetzt auf in die Haier. Oh. Leg dich nicht mit mir an, Fräulein. So. Schlafende Runde. Und dann ist es auch mehr Zeit, die Folge zu beenden. Also würde ich sagen, freue ich mich, wenn wir uns sehen wieder in nächster Part. Macht's gut, bis dann und ciao sehen.